Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man das Texas Rig bindet. Was ihr hier sehen könnt, ist das, was ich normalerweise nutze, um eine Texas Rig Montage zu binden. Als allererstes brauchen wir einen Haken. Das ist ein Offset Wormhook EWG der Marke Gamakatsu in der Größe 2.0. Als zweites brauchen wir ein sogenanntes Bullet Weight. Das haben wir hier. Auch Patronenblei genannt. In diesem Fall ist es natürlich kein Blei, sondern mein Bullet Weight besteht aus Tungsten. Das ist ca. 9 Gramm schwer. Ich nutze gerne das Material Tungsten, weil es einfach bei gleichem Gewicht im Vergleich zu klassischen Bleigewichten viel kleiner von der Größe ist. Das liegt daran, dass die Tungstengewichte oder auch Wolframgewichte eine höhere Materialdichte vorweisen. Als drittes brauchen wir Fluorocarbon. Hier habe ich die Fluorocarbon Classic von TOW. Mit einem Durchmesser von ca. 40 mm. Als viertes habe ich eine Glasperle. Glasperlen sind oder Perlen allgemein sind für ein Texas Rig optional, also müssen nicht benutzt werden, können aber gerne benutzt werden. Glasperlen sorgen nochmal für ein extra Geräusch, ein Klickgeräusch unter Wasser, wenn es dann auf das Bullet Weight trifft und können dann somit unter Umständen auch den nötigen Unterschied machen und den Fisch zum Anbiss anregen. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich noch einen passenden Gummiköder. Hier habe ich mal einen Creature Bait von Kitec, den Crazy Flapper 3,6 Inches und noch einen anderen Kitec Köder, das ist der Easy Shiner in 5 Inches. So, als allererstes schneide ich mir ein Stück Fluorocarbonschnur ab. Ich nehme da immer eine Vorfachlänge von ca. 1,5 bis 2 Metern. Jetzt hier für Vorführzwecke nehme ich natürlich nicht so ein ganz so langes Stück. So, jetzt habe ich hier ein Stück Fluorocarbonschnur. Kann man wahrscheinlich auch nicht so gut sehen, ist natürlich auch transparent. Aber jetzt kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2 ist, dass ich meine Fluorocarbonschnur an den Haken befestige. So, dafür benutze ich den sogenannten Uni-Knot oder auch Grinner-Knoten genannt. So. So, ich bin jetzt nur viermal rumgegangen. Normalerweise würde ich jetzt zwischen 6, 7, 8 Mal das Ganze um die Schlaufe ziehen. Aber ich führe das jetzt hier auch noch vor. Von daher reicht das aus. Jetzt ziehe ich den Knoten einigermaßen fest. Nicht vergessen, den Knoten ein bisschen anzufeuchten. So vermeidet man möglichen Abrieb und dadurch auch Schaden an der Schnur. Jetzt schneide ich nochmal das überstehende Stück Schnur ab. So, jetzt haben wir den Haken auf der Schnur. Jetzt als zweiter Schritt ziehe ich
die Glasperle auf die Schnur. Und dann kommt das Bullet Weight. Mit der großen Öffnung als erstes drauf. So. Und jetzt lasse ich das auch mal so runterfallen. Und das hört man, da hört man schon schön das Klackern, wenn das Bullet Weight auf diese Perle knallt. Genau. Das war's quasi auch schon. Das Einzige, was natürlich noch fehlt, ist der Köder. Zu guter Letzt muss ich jetzt nur noch den Haken mit dem Köder verbinden, sage ich mal, oder den Köder auf den Haken ziehen. Dafür schnappe ich mir den Crazy Flapper hier jetzt und den Haken. Ich ziehe den Haken durch die Nase, lasse ihn ein paar Meter danach bauchseitig wieder austreten. Sieht das so aus. Ziehe den Haken einmal komplett durch. Drehe den Haken dann einmal rum, bauchseitig. Dann sieht das Ganze so aus. So, dann messe ich kurz ab, wo der Haken austreten soll. Mit dem Finger markiere ich die Stelle. So, und dann steche ich den Haken einfach komplett durch. Das war's. Here we go. Fertig ist die Texas Rig Montage. Das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Viele Grüße und bis bald, euer Underwater Tackle Team.